Hallo Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Mich hat ein Paket erreicht von Barbour und ehrlich gesagt habe ich gedacht, da ist Hautpflege drin. Aber es war ganz viel Make-up drin. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Barbour Make-up hat. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Aber jetzt weiß ich es. Und ich habe von Foundation über Puder, über Lidschatten, Mascara, Lip Oils, Lippenstifte, alles mögliche dabei. Und ich dachte, wir testen das einfach mal gemeinsam aus. Los geht's mit der Hydra Liquid Foundation. Hier habe ich gleich 4 Farben bekommen. Und das sind jetzt die beiden Farben, von denen ich glaube, dass sie am besten passen. Banana und Sunny. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende, flüssige Foundation mit mittlerer Deckkraft für einen frischen und natürlich strahlenden Teint. Klingt erstmal gut. Ich habe Hautpflege drauf, allerdings keinen Primer. Einfach um zu gucken, wie die alleine ist. Ja, ich denke mal, diese Farbe wird eindeutig ein bisschen zu dunkel für mich sein. Deswegen mische ich sie mit Banana. So, die beiden Farben gemischt, dann schauen wir doch mal. Ich nehme wie immer meine It Cosmetics No. 7 Heaven Deluxe Brush. Ich dachte, bei so einer flüssigen Foundation ist auf jeden Fall ein Pinsel besser erstmal als Beauty Blender. Ich habe recht viele Unreinheiten im Moment, deswegen kann man hier, finde ich, immer sehr gut schon mal die Deckkraft abchecken. Ich finde die Deckkraft tatsächlich sehr, sehr leicht. Da bilde ich mir das ein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Foundation mit mittlerer Deckkraft ist. Oder? Eher leicht, aufbaubar, ja, aber eher leicht. Was mir direkt gefällt tatsächlich, ist, dass sie nicht super glowy ist und super feuchtigkeitsspendend. Was mir ja immer wichtig ist, mit meiner öligen Mischhaut. Also eine Schicht würde mir jetzt nicht reichen und ich dachte, ich habe relativ viel genommen. Also relativ viel Foundation, aber da geht noch was. Also zumindest bei meiner wirklich nicht so guten Haut gerade, leider. Da machen wir lieber nochmal eine Runde. Also gerade hier dieser Bereich bei mir, den Unreinheiten, so nervig. So, jetzt nach der zweiten Schicht. Ich würde auf jeden Fall nochmal reingehen, um meine Unreinheiten komplett abzudecken. Das mache ich aber im Moment wirklich mit jeder Foundation, weil die einfach sehr penetrant sind und die immer ein bisschen extra Aufmerksamkeit brauchen. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir die Foundation sehr, sehr gut. So, als Finish auf der Haut ist sehr schön. Es ist wirklich sehr natürlich. Weder zu sehr in die eine noch zu sehr in die andere Richtung, also matt oder glowy. Und verbindet sich sehr schön mit der Haut. Sieht zwischen ebenmäßig aus, so glatt. Ich habe auch keinen Concealer für unter die Augen, das würde ich gerade einmal auf Kamera machen, weil da jetzt nichts bei Barbour dabei war, aber dann machen wir direkt weiter. So, ich muss echt sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser Foundation, die sieht richtig, richtig schön aus auf der Haut. Also gerade auch, weil meine Haut gerade so problematisch ist und dann alles so schön ebenmäßig ist. I like it. So, Puder. Und hier haben wir das Beautifying Powder, transparent. Schauen wir doch mal rein. Das Packaging ist sehr schön, es hat so einen matten Deckel und ist dann hier glänzend. Und das ist das Beautifying Powder. Ich habe mir das Puder auch gerade mal angeguckt und es glitzert leider ziemlich im Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auf der Kamera sehen könnt. Also im ganzen Gesicht würde ich es auf jeden Fall nicht anwenden. Also ich finde jetzt so unter den Augen sieht man es nicht. Aber sehr wahrscheinlich im Tageslicht würde man es gut sehen, dass es halt so ein bisschen schimmert. Aber wir haben noch ein anderes Puder bzw. eine Mineral Powder Foundation. So sieht die aus. Das ist jetzt die Farbe Medium. Also die hat hier diesen Deckel. Sehr praktisch zum Zumachen und dann nochmal einen richtigen Deckel zum Zudrehen. Und da das ja eine Foundation ist, nehme ich mal an, dass sie mehr Deckkraft hat. Deswegen nehme ich einen Pinsel. Es ist auch so ein Powder Puff dabei. Aber ich glaube, das würde halt nochmal sehr viel Deckkraft geben, was ich einfach nicht brauche durch die Foundation, die ich vorher aufgetragen habe. Und ich sette jetzt damit mal meine T-Zone. Ich habe sie auch noch in Light, aber ich habe jetzt Medium genommen, weil ich denke, dass es besser passt. Bei der Mineral Foundation kann ich gerade nicht so viel sagen. Ich finde nur, sie hat nicht ganz so stark mattiert. Ich habe sie jetzt nur stellenweise angewendet. Müsste ich nochmal alleine probieren, aber sie ist nicht wirklich mattierend, finde ich. Also das wissen wir schon mal darüber. Aber ansonsten müsste ich die einfach noch ein bisschen länger austesten. Dann haben wir einen Satin Duo Bronzer, auf den bin ich sehr gespannt. Auch hier wieder gleiches Packaging. So sieht er aus. Relativ hell. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also der hat zwei Seiten, die so ein bisschen farblich unterschiedlich sind. Ich finde, man sieht es kaum. Also es ist kein Riesenunterschied. Ich werde mal gucken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der wirklich bronzt. Sieht nämlich super, super hell aus. Könnte eher so ein Contouring-Produkt sein. Aber wir geben der Sache mal eine Chance. Ich nehme meinen MAC-Pinsel, wie immer. Na doch. Er tut was. Definitiv ein sehr subtiles Produkt, das man aufbauen muss. Ist jetzt nicht sofort Farbe da. Wahrscheinlich ein super schöner Bronzer für wirklich hellere Hauttöne. Weil ich muss ihn jetzt doch deutlich aufbauen, damit ich überhaupt was sehe davon. Aber ich habe ja auch
eine relativ dunkle Foundation-Farbe genommen, beziehungsweise einen mittleren Bereich. Das ist die Farbe Sunkissed, also ich nehme mal an, es gibt wahrscheinlich noch andere Farben. Aber an sich ein sehr, sehr schönes Produkt, was die Puderformulierung angeht und die Textur. Also das sieht sehr, sehr fein aus und sehr schön. Und ja, man kann es gut aufbauen, ohne dass es irgendwie zu vieles fleckig wird. Aber man muss eine Weile bauen. Ich schaue mal, wie es als Konturfarbe ist, besonders hier Nasenrücken. Weil dafür sind natürlich die etwas helleren Farben und die bisschen dezenteren super gut. Da sollte man nicht mehr zu intensiven Bronzerfarben gehen, sondern eher mit Farben, die in die Konturrichtung gehen. Da sieht es gut aus, finde ich. Ich muss sagen, je länger ich den Bronzer auftrage und benutze, umso mehr überzeugt er mich. Ich finde ihn wirklich, wirklich schön. Eben gerade auch als Konturfarbe. Ich erst dachte, er ist mir irgendwie zu hell, aber man muss ihn halt ein bisschen aufbauen, bis er die gewünschte Intensität hat. Oder man hat einfach hellere Haut. Dann wäre so eine leichte Schicht natürlich super schön, also gerade für hellere Hauttöne. So, als nächstes haben wir einen Face Color Cream Blush. Das ist die Farbe. Sieht sehr lila aus tatsächlich. Also es ist ein bäriger Ton und scheint mir sehr, sehr einen starken lila Stich zu haben. Okay, ich bin gespannt. Muss nichts heißen, ne? Je nachdem, wie Blushes sich ausblenden lassen. Ist auf jeden Fall eine cremige Textur. Ich gehe gerade einmal mit meinem Foundation-Pinsel rein. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr kühler Ton. Muss ich sagen, gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Shit. der sieht so fast metallisch aus. Seht ihr das? Also das wirkt so gräulich auf meiner Haut dadurch. Oh no. Okay, das ist ja mal ein richtiger Fail. Sieht so beschissen aus. Ich mache es jetzt auch auf der anderen Seite, damit es wenigstens ausgeglichen ist, aber... Ich muss dann noch irgendwas anderes drüber machen, weil das geht nicht, du. Ich nehme gerade einmal meinen Hourglass Blush in Ethereal Glow und hoffe, dass der es irgendwie noch retten kann. Der ist auch so ein bisschen pinky, weil... Ich habe jetzt halt auch keine Lust, das wieder abzumachen und wieder was Neues hinzumachen. Ist auch egal, ich muss halt nicht mehr raus, aber... sieht halt scheiße aus, ne? Naja, ne? Ich nehme das jetzt mal so hin. Wir haben außerdem einen Eyeshadow Quattro in der Farbe 03 Shiny. Der sieht so aus. Sind das alle shiny Farben? Ich nehme es mal an. So, ich habe ja schon Bronzer in meiner Lidfalte gemacht, so also als Konturfarbe. Brauche ich auch, da hier nur shiny Farben sind. Und ich fange mal an mit der hellsten und trage die hier im Innenwinkel auf, so als Highlighter. Das ist ein Goldton, ein heller, sieht eigentlich sehr schön aus. Bisschen unter der Augenbraue auch. Und ich gehe jetzt einmal mit dem Finger rein und nehme hier diesen Champagnerton, weil ich mal gucken will, wie pigmentiert der tatsächlich ist, wenn man ihn mit dem Finger aufträgt. Ja, schon gut pigmentiert. Sieht sehr schön aus. Ich glaube, ich blende noch ein kleines bisschen von diesem intensiveren Braun hier rein, aber auch der hat leicht Schimmer. Deswegen mache ich den nur so, ja, so ein bisschen in den Übergang zwischen Bronzer und Schimmerfarbe für ein kleines bisschen mehr Tiefe. Ich muss tatsächlich sagen, der Augenlook, der da rausgekommen ist, ist schöner, als ich vermutet hätte. Ich finde es sehr, sehr schön, auch die Farben, wie man sie ineinander blenden kann. Und sehr schöne Pigmentierung, sehr schön metallisch, sehr edel. Gefällt mir. So, wir kommen zur Mascara und hier habe ich gleich zwei verschiedene. Einmal die Perfect Separation in Length Mascara und die Super Style in Definition Mascara. Ich würde sagen, wir probieren es einfach beide an jeweils einem Auge und gucken mal, was da so der Unterschied ist und welche wir lieber mögen. Eine ist Gold, die andere ist Schwarz. Und starten wir mit der Schwarzen. Der Perfect Separation in Length Mascara. Okay. Das Bürstchen ist so ein bisschen gebogen, hat kleine Noppen, das mag ich. Ich streife die gerade einmal im Tuch ab, das mache ich eigentlich fast immer, weil einfach am Anfang gerade ist einfach immer viel zu viel Produkt an so einem Bürstchen. Die gefällt mir schon mal nicht so gut. Die macht meine Wimpern irgendwie so fluffig, aber auf eine schlechte Art. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Es hat sowas Spinnenbeiniges, das mag ich nicht. Seht ihr das?
Not a fan. Und ganz andere Bürste tatsächlich. Sieht so aus. Ja, die gefällt mir viel besser. Die separiert halt die Wimpern besser, finde ich. Ich finde, man sieht auch richtig einen Unterschied. Zeig euch das gleich schon nahm. Seht ihr den Unterschied? Die sind so richtig so straight und cool und aufgefächert. Und die sind so ein bisschen so all over the place. Also so ein bisschen, die haben nicht so eine schöne Form. Die, finde ich, sind viel schöner nach oben geformt und geschwungen als die. So, dann haben wir eine Eyebrow-Mascara in der Farbe 01 Ash. Sieht so aus, fast wie so eine Probenpackung, finde ich. Schauen wir mal es an. Ja, ist ein Augenbrauengel mit Farbe. Tatsächlich sehr aschig. Relativ hell. Wir gucken mal, was funktioniert mit meinen Augenbrauen, aber könnte. Ah, ist eventuell ein bisschen hell, aber ist okay. Ich mache meine Augenbrauen ja sowieso mal ein bisschen heller, als sie eigentlich sind. Also, ich mag das. Aber die macht richtig schöne, buschige Augenbrauen. Kann man nicht meckern. Gibt auf jeden Fall richtig schöne Textur und Definition. Ich könnte es wahrscheinlich vertragen, eine Farbe dunkler zu nehmen, aber es funktioniert. Es geht schon. So, wir kommen zu den Lippen und hier bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe zwei Lippenstifte und zwei Lip Oils und wir schauen mal rein. So, das hier sind die Lippenstifte, auch sehr cooles Packaging mit diesem Ding hier unten dran. Das hier ist die Farbe Baby Doll Nummer 9. Sieht pink aus, ich swatche ihn gerade mal. Oh, ein schönes Nude. So sieht er aus. Und der andere ist die Farbe Nude Rose. Ein sehr, sehr schönes Pink. Dann haben wir die Super Soft Lip Oils. Einmal in der Farbe 01 Pearl Rose. Das hier. Und wir haben die Farbe 02 Juicy Red. Also das ist ja hier, das intrigt mich sehr. Ja, das also, wenn ihr das sehen könnt hier. Es hat einfach ein durchsichtiges sozusagen. Es hat so einen leichten rosa Schien, aber ich weiß nicht, ob man den wirklich sehen würde auf den Lippen. Und das Rote, auf das bin ich sehr gespannt. Hier kommt sehr, sehr schier und eher pinky raus. Probier mal den etwas intensiveren Lippenstift, dieses Pink. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Sehr pigmentiert, sehr cremig. Angenehm. Super schöne Farbe. Ich muss noch einmal mit dem Lip Liner drüber. So, ich habe ein bisschen Lip Liner drum gemacht, einfach damit es ordentlicher aussieht. Aber es ist eine super schöne Farbe. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich probiere jetzt auch nochmal das rote Lippenöl. Beziehungsweise kommt ja recht pink raus, obwohl es wirklich rot aussieht. Alleine auf den Lippen, weil das interessiert mich sehr, wie das aussieht. Ganz kurz, ich habe einfach erstmal hier abgeblottet. Und es bleibt richtig schön viel Farbe. Und nur das Cremige geht weg. Also wenn man den Lippenstift lieber matt haben möchte, einfach ein bisschen mit einem Taschentuch quasi abblotten. Sieht nämlich so matt auch sehr, sehr schön aus. Super, super angenehm auf den Lippen. Wirklich fühlt sich richtig, richtig luxuriös an. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Könnte ich mir richtig gut auch im Sommer vorstellen, wenn man einfach so ein bisschen Farbe auf den Lippen haben will und einen schönen Glanz. Und geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, kurzer Recap. Die Foundation gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich wirklich super schön auf der Haut. Ist nicht so feuchtigkeitsspendend vom Gefühl her, also so super shiny, wie ich gedacht hätte. Und ich finde das Finish sehr, sehr, sehr schön. Also es gefällt mir richtig gut. Über die Mineral Foundation kann ich nicht wirklich irgendwas sagen, weil ich es nur so leicht zum Abmattieren genommen habe. Und das hat sie nicht wirklich gemacht. Also ich fand, mattiert hat sie nicht. Die müsste ich nochmal allein verwenden. Deswegen möchte ich mir hier noch kein Urteil bilden. Der Bronzer hat mich ja so im Nachhinein recht wirklich überzeugt. Also super schönes Produkt auf jeden Fall für hellere Hauttypen. Ohne, dass man da wirklich viel machen muss. Aber auch wenn man ein bisschen dunkler ist oder im mittleren Bereich, kann man ihn auf jeden Fall schön aufbauen. Und ich finde ihn sehr, sehr schön, wie er auf der Haut aussieht und wie er sitzt. Und hat auch ein bisschen dieses Airbrush-Finish, was ich sehr, sehr mag. So ein bisschen Hourglass-mäßig. Und ja, also der hat mich so im Nachhinein, wie gesagt, überzeugt. Der Cream Blush war absolute Fail. Also das finde ich wirklich ganz schrecklich. Diese Farbe geht überhaupt gar nicht. Habe ich nichts mehr zu sagen. Wenn ich meine Wange sehe, denke ich, Dann dieses Beautifying Powder, an sich eine gute Idee. Aber wie gesagt, ich finde im Licht sieht man schon, hier in meinem Licht sieht man schon extrem Glitzerpartikel. Und das finde ich bei Pudern einfach überhaupt gar nicht. Deswegen, ja, leider nein mit diesem Beautifying Powder. Aber müssen wir vielleicht auch noch mal probieren, noch mal im Tageslicht gucken. Aber ich habe es jetzt nur unter den Augen. Aber mit Glitzerpartikeln, finde ich, muss man immer bei Puder ganz vorsichtig sein. Dann hier das kleine Lidschatten Quattro sozusagen. Ich finde die Farben sehr schön. Sie sind sehr schön pigmentiert. Ist eine schöne Zusammenstellung. Ist natürlich nichts, was man nicht auch irgendwie in vielen anderen Paletten schon hat, was die Farben betrifft. Also sind sehr gängige Farben.
An sich wirklich nicht schlecht, sehr, sehr schön. Ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was man braucht, weil jeder von euch, denke ich mal, hat irgendwie so viele verschiedene Paletten. Und ja, ist kein Must-Have. Ist schön, aber ja, kein Must-Have. Dann bei den beiden Mascaras hat eindeutig die goldene gewonnen. Also ich mag die Seite wirklich sehr viel lieber als die hier. Natürlich je nach Wimpernbedürfnissen und so weiter, aber die fand ich richtig gut. Die Super Style and Definition Mascara. Und wie gesagt, bei den Lippenprodukten, ich finde die Lippenstifte sehr, sehr schön von den Farben her, sehr farbintensiv, cremig im Auftrag. Man kann sie ablotten, dann sind sie schön matt. Also die Farbe bleibt einfach und wie gesagt, auch das Lip Oil, gerade hier das Rote, was nicht rot ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Also schöne Produkte. So ihr Lieben, ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und euch auch was Neues gezeigt, was ihr vielleicht interessant fandet. Wie gesagt, wusste ich nicht, dass Barbour Make-up hat. Jetzt weiß ich es. Spannend. Und ja, die Sachen sind schon, also wie gesagt, meine Recap, nicht alles, aber viele Sachen finde ich sehr, sehr, sehr gut und gefallen mir erstmal so auf den ersten Eindruck sehr gut. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwas davon probiert habt oder ob ihr schon lange wusstet, dass Barbour Make-up hat und so Sachen. Ja. Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut gerne bei Instagram vorbei und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.